September konnte ich noch tanzen. Oktober die ersten Schmerzen und dann viele Untersuchungen. Es ging nichts dran vorbei. Die Hüfte muss operiert werden. Ich bin Ingenieur bei Esculap und primär ging es für mich darum, den Patienten, die unsere Produkte bekommen, auch mal auf eine ganz neue Art kennenzulernen. Da legen wir heute los und machen die linke Hüfte. Bei mir stand der Operationstermin fest. Jetzt arbeite ich bei Zulassung und Registrierung 5,5 Jahre. Ich habe gedacht, so auftreten vor so vielen Leuten. Ich bin dabei, weil ich mich gerne bewege und weil ich gerne was Neues mache. Wie kann man sich ein Tanzprojekt überlegen, wenn man morgen operiert wird an beiden Hüften? Alle meine Freunde und auch die Familie, alle haben gesagt, probier es, mach es. Wir treffen uns und versuchen gemeinsam ein Stück zu erarbeiten. Iris, die andere Choreografin. Im Tanz ist es in Kontakt treten unmittelbar, auch mit einem Fremden. Es ist dann erstmal erschreckend, aber ich kenne es in den Projekten so, dass die meisten Leute dann sehr schnell merken, wow, und sich dann drauf einlassen. Es liegt natürlich auch am Mensch selber, wenn er sich einbringt und sich engagiert und gesund werden will, muss man selber was tun. Wenn ich spiele, dass der andere das auch mitmacht, dann ist es ein gemeinsames und tanzt sich praktisch frei. Zu sehen, wie meine Freundin über sich hinaus wächst, einfach schön. Da unten werden Leute sitzen, die nicht aufhören, einen anzugucken. Alles, was ihr mit eurem Körper bewegt, sagt halt was. Ich meine, ohne die Gruppe geht's nicht. Es ist keine Einzelperformance. Was passiert? Sieht frischer aus, macht dich jünger.